Superkunststoffe können Schmerzen lindern. Und zwar direkt im menschlichen Körper. Hier kommt in der Regel einer der leistungsfähigsten Kunststoffe überhaupt zum Einsatz. Das ist das Polyether-Ether-Keton. Und dieses Material kommt zum Einsatz, weil es einmal eine sehr gute Verträglichkeit zum Organismus hat. Es hat sehr hohe mechanische Eigenschaften und es hat zum Beispiel auch sehr gute Verschleißeigenschaften. In der Kurzfassung bezeichnet man den Kunststoff als PEEK. Die Verarbeitung unterliegt strengsten hygienischen Vorschriften. PEEK-Stäbe kommen im medizinischen Bereich in den unterschiedlichsten Varianten vor. Vom Zahnimplantat über Prothesenkomponenten bis hin zu Wirbelsäulenimplantaten ist alles möglich. Das Schöne bei PEEK ist es ja, dass es einerseits biokompatibel ist. Das heißt, es zeigt keine Interaktion mit dem Körper. Andererseits ist es auch biostabil. Das heißt, der Körper hat auch keinen Einfluss auf das PEEK und zerstört es nicht. Dadurch hat man sehr viele Möglichkeiten, PEEK für zukünftige Implantate einzusetzen. In der Wirbelsäulenchirurgie hat sich die Verwendung von PEEK-Implantaten bereits durchgesetzt. Die Vorteile des Materials zeigen sich nicht erst in der medizinischen Anwendung. Auch für die Hersteller von Implantaten ist die Verarbeitung der PEEK-Stäbe wesentlich wirtschaftlicher. Gerade mal 7 Minuten braucht die Spezialfräse, um einen sogenannten Cage aus dem Stab zu fräsen. Die Verarbeitung von den Kunststoffen geht deutlich schneller, weil der Zerspannungsprozess ungefähr 80% schneller laufen kann wie bei metallischen Werkstoffen. Die hohe Bioverträglichkeit ist der entscheidende Vorteil des Materials. Es kann überall im menschlichen Körper bedenkenlos eingesetzt werden. Die Patienten von Dr. Michael Eichler haben in der Regel bereits alles versucht, um die Schmerzen im Halswirbelsäulenbereich zu lindern. Der operative Eingriff ist für viele die letzte Hoffnung. PEEK kann überall eingesetzt werden, wo Knochen ersetzt werden muss im Körper und wo eine Materialbeschaffenheit gefordert ist, die möglichst nah der knöchernen Qualität steht. Titanimplantate werden heute auch noch verwendet. Die Kunststoffvariante hat allerdings einen entscheidenden Vorteil. Sie ist röntgentransparent. Titan hinterlässt auf dem Bild dagegen nur ein Artefakt. Es erscheint als schwarzer Fremdkörper. Für eine langfristige Symbiose mit dem Körper wird der Hohlraum des Cages zum Beispiel mit Calciumphosphat gefüllt. Die Füllung, die in diesem Cage eingefüllt wird, die führt dazu, dass der angrenzende Knochen angeregt wird, in dieses Gewebe hineinzuwachsen, mit dem Ziel, dass letztendlich über die Zeitdauer von mehreren Monaten die beiden Wirbelkörper miteinander fest wieder verwachsen und verbunden werden und das Ganze eine feste Einheit bildet. Der minimalinvasive Eingriff erfolgt über einen kleinen Hautschnitt am Hals. Das Implantat fungiert als Platzhalter zwischen den Wirbeln und stellt die natürliche Höhe des Bandscheibensegments wieder her. Nervenverengungen und degenerative Veränderungen werden auf diese Weise behoben. Bereits kurz nach der OP ist der Patient so gut wie schmerzfrei. Gerade beim Einsatz im menschlichen Körper muss natürlich hundertprozentig gewährleistet sein, dass das Kunststoffelement vollkommen ungefährlich für den Patienten ist. Neben der erwiesenen Biokompatibilität prüft man in der Schweiz, ob das PEEK-Material auch stärksten Belastungen standhält. In diesem statischen Druckversuch messen wir die Druckfestigkeit von einem solchen Implantat wie diesem Wirbelsäulen-Cage. Das kleine Implantat kommt in die Halswirbelsäule. Wir haben es hier getestet mit dem fünffachen Körpergewicht, obwohl das im Patient drin nur den Kopf tragen muss. PEEK ist auf dem Vormarsch. Erste Hüftpfannen und sogar Schädelknochenprothesen sind in der Erprobung. Vielleicht sind Fremdmetalle im Körper schon bald kein Thema mehr, dank des Superkunststoffes. Evonik. Kraft für Neues.